Ein Smiley für die Verkehrssicherheit. An der Edertalschule in Frankenberg wurde nun ein Display, das die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt, an Bürgermeister Rüdiger Hess übergeben. Gleich mal, tschüss. Herr Deutschendorf, Displays im 30er-Zoom, ist das ein Beitrag zur Verkehrssicherheit und auch ein bisschen Abbau Schilder, weil oft werden ja 30er-Schilder übersehen. Das ist auf jeden Fall ein Beitrag zur Verkehrssicherheit. Es muss sicherlich viele Ansätze geben, an denen man arbeiten muss, um dafür zu sorgen, dass weniger Unfälle passieren, dass weniger schwere Unfälle passieren. Aber über das Prinzip dieses Displays wird der Autofahrer erreicht. Das haben wir auch nachgemessen, wird nachvollzogen, beobachtet. Über diese Ansprache passt der Verkehrsteilnehmer in der Regel seine Geschwindigkeit an. Es wird langsamer gefahren, dort wo solche Displays aufgehängt werden. Jetzt sind gerade in Tempo-30-Zonen ja oft auch so eine, tritt so eine Gewohnheit ein. Das Schild, das sieht man seit 10 Jahren und fährt dran vorbei. Man nimmt es nicht mehr richtig wahr. Hier durch so ein Display wird also nochmal neue Aufmerksamkeit erzeugt. So ist es. Es ist eine neue Form der Ansprache. Es fällt auf. Mit ja, der diesem Belohnungsprinzip, wenn ich mich dran halte, bekomme ich einen Smiley. Das funktioniert sehr gut und führt dann dazu, dass die Geschwindigkeit tatsächlich nochmal angepasster wird in der Tempo-30-Zone. Ich habe schon gesagt, dass bei innerstädtischen Unfällen, und das sind die meisten Unfälle, die wir nun mal haben, innerstädtisch, außerstädtisch, spektakulär, innerstädtisch, aber die meisten Unfälle und oft sind eben Radfahrer und Fußgänger betroffen. Macht es Sinn, dann auch mal auf anderen Straßen so das Display auf 50 einzustellen oder 40? Also man kann das ganz angepasst in den unterschiedlichsten Situationen einsetzen, dort, wo man sich einen sinnvollen Effekt davon erhofft. Jetzt bei unserer Aktion stehen schon Schulen und Kindergärten, also dort, wo sich tatsächlich die schwächsten Verkehrsteilnehmer bewegen, im Vordergrund. Vielen Dank. Gerne. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Das Beste, was Waldeck-Frankenberg zu bieten hat. Eder Dampfradio. Eder Dampfradio.